Hallo, mein Name ist Martin Mittelbach vom Weingut Tegernseerhof. Wir befinden uns im Moment am Leubenberg, dem eigentlich ersten Weinberg Österreichs, urkundlich erwähnt 1253 zum ersten Mal. Direkt dahinter haben wir das Höheck, ein Naturschutzgebiet, Vogelbrutgebiete, Naturweiden, gerade ein weniges mit Weingärten bepflanzt. In den ebenen Ausläufern haben wir die Lage Schütt und gleich dahinter kommt der Frauenweingarten. Das Thema Smaragd, dass die Jungs an mich herangetreten sind, ob wir nicht Weingärten haben, die wir separat ausbauen können, einfach mit viel Trinkfluss, Spaß, Lebensfreude, einer Leichtigkeit, aber allen Attributen des Smaragdes haben wir uns ausgesucht. Die Lagen Mühlpoint, Kräutles und eben dahinter den Hochstrasser. Kräutles spricht sowieso für sich, da haben wir die Kräuterwürze. Und der Hochstrasser haben wir wieder ein bisschen Löss, da kommt auch Kraft her. Wir haben da Mineralität drinnen, wir haben einen wunderbaren Trinkfluss, aber eben das Gaumengefühl, das man auch erwartet. Keine überbordenden Dinge, sondern einfach muskulös, vital, agil, wie man das so schön haben möchte. Ja, wir sind jetzt in der Lage Supperin. Gleich dahinter haben wir den alten Klosterkeller. Der Name Supperin kommt von der Superiorin, der Vorsteherin des ehemaligen Frauenklosters. Die Lage Supperin hat eine leichte Hanglage. Wir haben einen Urgesteinsboden abgeschwemmt von der Wunderburg in Kombination mit dem wunderbaren Donauschwemmsand, das einen sehr kraftvollen und doch frischen Wein ergibt. Wir machen zwei Weine daraus eigentlich. Einen Teil nehmen wir für die Smaragdqualität in der Kombination her, um wesentlich mehr Frische zu garantieren. Und der Federspiel, knackig, Einzellagenstilistik, sehr mineralisch geprägt, geradlinig, puristisch. Ja, und die ganze Umgebung sehr pittoresk. Da haben wir den blauen Turm von Dürnstein, dahinter die Ruine und gleich dahinter die Donau. Schöner geht's nicht. Nimm dir jetzt ein Federspiel aus der sind Gemeindelagen in Dürnstein, teilweise leichte Hanglagen, teilweise auch in Donaunähe. Wir haben uns da durchwegs alte Rebstöcke, also alte Weingärten ausgesucht, um einfach sehr viel Vitalität und eine Geradlinigkeit hineinzubringen. Ein wunderbarer Trinkfluss, perfekt für so einen Tag wie heute. Zum Wohl. Wir haben da ein Bodenprofil mit dem klassischen Gfühler Gneis aus der Lage Höheck. Man sieht diese ganze geringe Bodenauflage. Die Wurzeln haben keine Chance, relativ tief zu wurzeln. Sie suchen sich zwar den Weg vereinzelt durch die kleinen Felsspalten, um dort noch etwas Nährstoff zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen muss die Rebe eigentlich von diesem Teil hier leben, es schafft ihm einen moderaten Stress und gibt es dann an die Trauben weiter. Jetzt haben wir noch zwei Smaragde vor uns. Da haben wir die Sonderedition extra ausgesucht für Trinkfreude, Lebensgefühl, für Spannung dahinter. Wir haben da Mühlpoint, Kräutles, Hochstraße und auch ein bisschen was ausgelesen von der Superin, um einfach die Strahlkraft zu erhalten. Ja, wir haben da das Geschein jetzt noch, stehen relativ kurz vor der Blüte, wird in den nächsten ein bis zwei Wochen passieren, werden die Blütenkäppchen abgestoßen, es wird befruchtet und die befruchteten Trauben dann drehen sich langsam aber sicher nach unten, natürlich auch durchs Gewicht. Man hat es dann schön im Halbschatten hängen, das heißt niemals die volle Sonneneinstrahlung auf den Beeren drauf. Das heißt, die Schale wird nicht gekocht, man hat immer schöne, frische, knackige Struktur und nichts Verbranntes, Opulentes, sondern einfach ich mag nicht sagen die Mineralität, aber es kommt einfach der puristische Glanz ganz, ganz deutlich zur Wirkung. Und dann haben wir in dieser Verkostungsrunde den Kellerberg Riesling. Die berühmteste Lage, viel Strahlkraft, viel Präzision, ganz pittoreskes Ambiente. Eine Riesling-Puristik, die man so kaum wo findet. Man hat viel
fein ziselierte Aromatik, ein ganzen Aromabogen, viel Spannung, immer elegant und natürlich nicht wuchtig, mit viel Trinkfreude und Animation umgeben. Da merkt man, dass der Riesling eigentlich wirklich die Diva, die Königin der Rebsorten ist. Sie zeigt sich immer in einem ganz anderen Gewand, aber einfach pittoresk und wunderschön. Jederzeit.